Zombie Apocalypse. Gucken wir doch mal. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Stream von Palia. Mit dabei ist wieder Kitty. Hallo. So, und wir wollen, wie der Titel schon sagt, farmen, fischen und ganz fleißig sammeln. Und wir haben schon wieder Post. Badru! Ja. Wir können jetzt den Seedcrafter kaufen gehen. Oh, wir haben Holz von Ashura gekriegt. Das ist aber schön. So, ich war auch ganz fleißig. Ich habe hier zwischendrin angepflanzt, dass ich eben den Skill ein bisschen hoch mache und... Die Klappe. Ja, mit dir rede ich. Lass die Katze in Frieden. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe keinen Platz. Oh. Ich hier Platzmangel, Platzmangel. Nein, Platzmangel hat sie. Die kommt mit ihren 3200 nicht so zurecht. Ja, dann stellen wir den doch hier hin. Ah, Hilfe. Stellen wir den hin, kann man den hier hinstellen? Das ist Hund und Katz. Man geht live, die ganzen Tag ist Ruhe. Man will live gehen und sie meinen, sie müssen hier jetzt auch Halligalli im Hintergrund machen. Ach, da kann man es draufstellen, aber hier nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Kitty zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Kitty hat ihr Haus eingerichtet. Wir müssen ihr Haus gucken gehen. Bin noch dabei. Ja. Aber ich habe alles kreuz und quer gestellt. Ich will es nur ausprobieren, wo es ist. Mhm. Ausschaut. Hier, kann man das hier draufstellen? Nein, kann man nicht. Was war das? Ach, jetzt, genau, das muss ja hier hin. Zack. Oh, ist die geil. Ah. Wo ist das? Oh, Kitty hat schon Dünger drauf. Ja, aus der Wohnkiste hier, genau, die können wir dann auch machen, die Wohnkiste. Oh, Kitty hat sogar schon einen Schirm. Die war nämlich fleißig super angeln. Und was ist das? Hä? Oh, so ein Pavillon. Das sieht ja auch cool aus. Ja, gell? Die war fleißig. Gut. Oh, die sieht ja cool aus, die Vase. Ja, ne? Hab ich von irgendwem gekriegt. Glaube ich. Ja, siehst du, ich habe Platzmangel hier. Es ist... Ich schmeiß mich hier dann aufs Bett und dann, ja. Oh, das sieht ja cool aus, das Bett. Ja, das habe ich von ihm gekriegt. Mit der Münze aus dieser Kugel. Ja, wir müssen unbedingt ganz viel verkaufen. Und das Nachtkästchen sieht ja auch mal mega aus mit der... Die Uhr, das ist eine Uhr, ja. Weil den habe ich ja auch hier. Das Regal habe ich ja auch gekriegt von Kittys Herzblatt. Ja. Oh, das ist auch schick. Ich finde auch bei der Hexe das Ganze, die ganze, ich würde das ganze Haus einpacken einfach. Das sieht so cool eingerichtet aus. Sieht mega aus. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man die Möbel nicht verkaufen kann, wo über sind. Ja, die müllen hier alles zu. Weil Kittys Kiste, sagt sie. Ah ne, ich gucke hier auf meine Kiste. Meine ist so voll. Das ist ja interessant. Ich kann hier auf meine Kiste zugreifen. Ja. Ja, wir müssen nämlich ganz fleißig kochen. Ich habe nämlich noch eine Gemüsesuppe. Müssen wir gleich Kochwettbewerb machen. Nur eine Gemüsesuppe. Uiuiui. Ja, von 10. Ich hatte mal 10 Stück. Glaube ich, 9 schon verbrezelt. Naja. Oh, ich habe Post. Und wir haben Post. Badru.
Ja, ich muss auch mein Zelt mal wieder einpacken. Das könnte ich eigentlich mal machen. So. Gut. Dann abgepusht. Pfeile habe ich. Ja, Pfeile habe ich. So, jetzt muss ich sammeln und dann muss ich zu dem, der mir bessere Pfeile und so gibt. Zum Jäger Hassan. Genau. So, wir müssen. Wollen die hier machen? Ich finde es immer schade, dass du nicht auswählen kannst, wie viel du an Munition machen willst, sondern du musst immer rein. Ja, ja, das kommt vielleicht noch. Und alles einzeln herstellen. Hier ist ein hübscher Fuchs. Oder was ist das? Wolf soll das sein, glaube ich, oder? Dann müssen wir noch mal ein paar machen. Wir können auch auf jeden Fall hier, ich habe Axt gekauft, die wollte ich aber ohne euch nicht herstellen. Das heißt, wir werden jetzt mal die edle Axt herstellen, dass wir nämlich auch... Ich habe jetzt noch einen anderen Reparaturplan? Oh nein. Ach, da ist er ja, guck. Grüß dich. Ich habe neu. Aus einem Metall kann ich 40 Reparatursets herstellen. Einmal feiner Pfeil und einmal edler Bogen. Voll. Danke. Ja, müssen wir auch machen. Die nächsten Sachen holen. Ich würde tatsächlich mal gucken, ob wir die provisorische Hacke und die provisorische Gießkanne irgendwann austauschen können. Da habe ich nichts zum Craften. Aber hier haben wir, können wir ein bisschen. Auf jeden Fall Eisen. 6 Minuten, das Silber werden wir über Nacht durchlaufen lassen. Ja, ich war, wie gesagt, ein bisschen farmen. Dass ich die Skillpunkte mal ein bisschen hochskillen. Ihr seht, wir haben hier schon zum Holzhacken und Sammeln, schon sind wir schon bei 8, beim Sektenfangen schon 7, Jagen 6, Minen 5. Ja, Anbau, Kochen und Schreinern sind wir leider erst bei 2 und Angeln erst bei 4. Da müssen wir auch noch einiges machen. Aber wir wollen jetzt gleich erstmal noch eine Suppe kochen. Suppe. Und dann... Genau, was haben wir? Nehmen wir mal die Karte. Und Pilz ist egal. Und los. Boah, der Zaun. Hat einen Pfeil gefressen. Ah! Da kam. Ach, warte. Komm, bevor uns die... Nein, bevor uns die Suppe anbrennt, komm. Ist irgendwas reingekommen, was Goldstern hat. Na, wir brauchen den Ofen, damit wir dann auch den Speck machen können. Damit wir dann dicke Kartoffelsuppe machen können. Ich hoffe, dass man auch die Butter irgendwie machen kann. Ja, weil hoffe ich auch. Die brauchst du nämlich auch für ein Gericht zum Herstellen. Mhm. Und es ist nämlich irgendwie so ein bisschen doof, wenn man die jedes Mal kaufen muss. Genauso wie die Eier halt, ne? Mhm. Aber meine, es, okay. Es stehen ja noch die nächsten Updates an. Ich?
Und am Dienstag kommt ein Event. Mhm, und das Event, wir müssen ganz viel Geld farmen. Ah. Komm, lass mich. Ah, jetzt hat sich's erschreckt. Was soll das denn? Oh, jetzt haben wir Sternesuppe gemacht. Oh. Das ist super, Sternesuppe. Ja, ja, wenn du in einer bestimmten Zeit das schaffst, dann wird sie besser. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall soll nächste Woche Dienstag ein Event starten. Wir sind mal gespannt. Angeblich sollst du auf dem Eventbereich ganz viele Sticker sammeln können, um dort denn einiges kaufen zu können. Und es soll noch viel, mehr sein mit In-Geld, In-Game-Währung. Ja, ich bin mal gespannt. Und ich erst. Wir haben, wie gesagt, fleißig gesammelt. 16.000 haben wir schon. Nani und Nani. Ganz klare Zero, die zwei. So. Müssen wir Kitty jetzt nochmal gleich in eine Gruppe einladen, dass wir sie dann auch auf der Karte sehen. Und dann schauen wir mal. Mal. Bitzele Fischen. Jo. Erschrocken. So. Ich kann auch ganz kacki frech hier Geschenke anfragen. Ja, das ich habe genehmigt an. Ich habe gesehen, wir lassen uns mal Baumwolle schenken. Was denn? Goldfischli, ein Goldfischli. Oh. Machen wir doch mal eine dicke Kartoffelsuppe. Und. So können wir hier auch. Hier können wir auch. Was kriegen wir hier? Vielleicht eine Truhe. Genau. Zweimal Baumwollsamen, zweimal Zwiebelsamen. Und ihr seht, wir haben ganz viel zu tun. Ich habe hier nur zwischendrin mit Ashura gequasselt, weil... Wo ist denn die schöne Frau? Ah, da unten. Mit Ashura geredet, weil... wegen der besseren Axt. Dass wir eben auch größere Bäume umfällen können. Und jetzt sollten wir zwischendrin... nochmal mit den anderen reden und gucken, was wir tatsächlich dort an Rezepten... Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe etwas entdeckt, das wie ein Schloss an der Seite des Berges aussieht. Ich glaube, dass man dafür irgendeinen besonderen Schlüssel benötigt. Vielleicht ist es in den Felsen hier versteckt. Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du mir bei der Suche hilfst. Du verbringst doch ohnehin so viel Zeit mit dem Bergbau. Aber wenn es zu viel... Ja, nee, danke. Do some reading? Völlig. Ich finde das immer so lustig süß, wenn die das machen. So. Genau, hier. 50.000 Luxusrucksack. 50.000. Ja, das ist... Für das, dass es nur 8 Plätze mehr sind, ist das voll viel. Ja, von 5 auf 50 ist verdammt viel. Also ich hätte ja nichts gesagt, hätten sie dann, was weiß ich nicht, 15 oder 20 gemacht. How can I help? Genau, hier den Sägewerk. Rezept für die Planks. Take care.
So, dann rennen wir doch mal rum und den, denke ich, ein bisschen angeln. Werkzeug müsste ich eigentlich alles repariert haben. Ah, nee, ich habe die Spitzhacke nicht repariert. Oh, und das geht. Ah nee, genau, wir wollten zu Badur. Da denn der Hühnerschrecker. Genau, da ist er. Geh den noch mal. Da wollen wir hin. Hm. Wir müssen nämlich den Seedcrafter, dann können wir nämlich unsere Samen selber machen. Nein, bleib. Schnell, ziehen rein. Oh, ein Streifenstör. Was denn? Das hörte sich gerade nicht sehr jugendfrei an. Was? Ein Fisch an der Angel. Ja. Tschüss. Was sagst du? Riesengroßer Fisch an der Angel, ey. Na, Wahnsinn. Reifenstör, so einen hatte ich noch nie. Ja. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen hier dingsen, bevor ich die verbessere. Zack. Kohle. Okay, gib mir G. Schön, dich zu sehen, Spross. Naja, im Moment, ich bin sicher, dass es hier irgendwo hingelegt wird. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt Zugang zum Gartenbauladen. Was bedeutet das? Also, ein bisschen trocken oder im Grunde gibst du mir Geld, Gold und ich gebe dir Sachen. Je mehr du gärtnest, desto mehr kannst du bekommen. Das ist aber schön. Oh, genau. Wir werden auf jeden Fall dich kaufen. Und nochmal kaufen wir 2 Erdflächen oder eine erstmal? Ich denke, eine reicht erstmal. Oh, wir brauchen Gartenstufe 3, dass wir dann auf jeden Fall die nächste Gießkanne kriegen. Oh, Gewächshaus. Gärten. Oh. Genau. Wie, er ist schon wieder wach. Ja, warte, ich bin unterwegs. Ja, der hat doch gar nicht geschlafen, wenn der da draußen unterwegs ist. So, suchen wir noch. Ich habe ihn gerade aufgeweckt, das wird das gewesen sein. Oh, das ist doch super. Habe ich jetzt mein Dingsterbumster erledigen können? Are you off on an adventure? Der Honigköder findet das Ende. Warum kaufst du nicht das Rezept und findest das heraus? Ich bin dem Ziel meines Abzeichens sehr nah. Genau, wir können hier nämlich einiges. Den großen, feinen Gürtel. Mein Gott, was verjagt ihr die denn alle? Nimm mal die auf. Weil ich noch zu geizig bin. Aber hier ist Kupfer. Nehmen wir doch mal tatsächlich mit. Oh, ich habe letztens einen gehabt, der war ja aber mehr wie dreist und garstig. Wieso? Ich habe an der einen Wand angefangen, die Kupfervorräte und das abzubauen. Und er hat überall einmal draufgeschlagen, dass er das im Nachhinein auch einsammeln konnte.
Und dabei hat er schon deutlich besseres Werkzeug gehabt wie ich. Okay. Ein Himbeerkäferchen. So, wir wollen aber Fichi, Fichi, Fichi gehen. Nicht Käfer, Käfer, Käfern. So, oh, bevor es jetzt kaputt geht, sollten wir vielleicht lieber was anderes machen. Oh ja, Kitty hat es tatsächlich auch schon geschafft, ihren Käferbeutelchen. Käferbeutelchen kaputt zu machen. Kaputto, kaputto. Weil das ist hier so, wenn das kaputt geht, wird es downgegradet. Das heißt, du kriegst dann die Vorstufe wieder. Mein Gott, was bist du denn für ein Fisch-Piranha-Ding da? Schöne Frau. Ah, da oben. Angeln. Auch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe vorhin 2,5 ausgegeben da. Jetzt gucken, dass ich wieder Kohle reinkrieg. Habe ich noch? Ja. Boah, ich habe ihn wieder verjagt. Oh, hier haben wir Fischledingsbums. Ja, Farmrunde mache ich auch einmal täglich. Zumindest so ein bisschen. Ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Ich hoffe, dass ich auch eine Kiste mal wieder kriege. Ich habe 2 Kisten bis jetzt geangelt. Yeah. Mega gut. Da ist jemand Bleihändchen gegangen. Ja, bleib hier. Ein Silberlachs mit Sternchen. Für den rote Piranha. Das war ein Stück zu weit. Egal. Einen Streifenströmer. Da gehen wir da auch mal drüber. Angeln wir das da drüben auch. Das heißt, heute ist viel, viel Angeln angesagt. Aua, sehr schön. Was ist weg? Das Fischi-Plansch-Plansch. Achso, musst du hier rüberkommen. Ja, war ich doch gerade. Nee, auf die andere Seite. Hier ist aber auch nichts gerade. Jetzt hast erstmal du schon schnell die verkaufen. Dritte Stufe angeln? Ich weiß nicht, welche Stufe Angel ich habe, aber ich bin Stufe 7 im Angeln. Ja, dann hast du. Ah, jetzt bin ich 5. So, GZ. Muss ich erstmal verkaufen hier. Also den Streifenstör behalte. Kannst du die Fischis deinem Gemischtwarenladen verkaufen? Ja. Ja. Das ist gut. Weil Kitty hat nämlich schon ganz viele Münzen und sie sagt, sie hat die Münzen gekriegt, weil sie verkauft hat. Also sie hat da wenig eingekauft, ein Gabelbilz. Ich habe gar nichts eingekauft, glaube ich. Ja doch, du hast die Tasche gekauft und... Ja, aber das ist ja schon lange her. Saatgut. Ich kann hier auch Würmchen kaufen, aber ein Würmchen kostet 10 Gold. Bisschen euch übertrieben, aber nein, wir wollen tatsächlich was kaufen. Kostet die Butter 80. Blablabla. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, die Nummer 4. F. So, und was kriegen wir? Achtung, Achtung. Ja, wir würden eine Angel kriegen, wenn wir die Angel... Was ist das hier?
Und 5 Eier. Oh, geil. Ja, geht's halt. Das kann man brauchen. Vielleicht kriege ich auch irgendwann mal Butter. Das wäre cool. Das heißt, wir müssen jetzt fleißig angeln und immer da bei dem verkaufen. Mhm. Nicht nur angeln. Alles, was ich mir hier erfarme, verkaufe ich bei dem. Ich bringe nichts mehr nach Hause. Ich habe keinen Platz mehr. Meine Dinge sind voll. Pelz, Fleisch, alles kommt weg. Blumen, alles weg. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich bin immer voll. Deine Erze, wenn du die aus deinen Lagerkisten rausnimmst, zählen nicht mehr. Das ist dir bewusst, oder? Ja, ich weiß. Also immer, wenn du Erz sammelst, gleich in die Schmelze schmeißen. Ja, ja. Trotzdem alles voll. Ich verkaufe auch schon Holz. Nein, das kann ich immer abbauen. Meine Stingsbums ist kaputt. Ja, nur noch abfahren. Vor allen Dingen die Sachen kriege ich ja immer gleich wieder. Bitte. Das Zeug ja immer gleich wieder, weil die Hirsche, die sind ja ständig hier. Ja, das stimmt. Oder die kleinen Dingsbumsens und die Blumen spawnen ja auch ständig nach. Ja, er will halt, dass ich immer kaufe. Ich will aber noch nicht kaufen. Das ist mir definitiv zu viel Geld. So, verkaufen wir dich doch nochmal. Verkaufen wir dich doch nochmal. Und dich könnten wir eigentlich auch gleich verkaufen. Verkauf zum Beispiel auch den Lehm, den ich hier abbaue, weil ich so viel zu Hause habe, dass es absolut nicht rentiert für mich. Na, Lehm, ich wandle auch einen Teil in Keramik um. Ja, habe ich auch schon so viel. Also im Moment, ich kann nichts mehr abbauen. Ich muss erst meine Spitzhacke wieder verbessern. Also aufwerten. Ich weiß schon. Mhm. Reparieren, mein Gott. Ich geh doch hier zum Schmied und repariere. Ich hätte ja auch so gern schon einmal erweitert das Häuschen, den Eingangbereich, aber dadurch, dass wir ja hier aufs Fest jetzt sparen, im Endeffekt wird halt nur das Nötigste gekauft. Und ich glaube, am Fest werden wir uns nicht vor Spielern retten können. An den Festtagen, weil du kannst irgendwie einen Paliertag, also einmal an jedem Paliertag kannst du dort irgendwie was machen. Ja, ab 18 Uhr abends bis, weiß ich nicht, 23 oder so. Frecher Fisch. Bergwelt. Oh, unser Haken ist zerbrochen. Oh, da ist was zum Angeln.
eine Regenbogenforelle habe ich gefangen. Na, geht's nicht. Oh nein! Ich habe nicht aufgepasst, mein Fokus ist leer. Ja, mein Fokus ist jetzt auch gerade leer gegangen. Beim Fischi ist er leer gelaufen. Ich gedacht, ich breche jetzt nicht ab, wenn der Fisch schon dranhängt. Wäre schwachsinnig. So, rennen wir doch mal ans Meer ran. Oh, da ist Kupfer. Kupfer ist hier nämlich immer irgendwie Mangelware. Die Leute plündern das schlechthin. Das braucht man ja für die Pfeile aktuell. Man kann dann zwar später die besseren Pfeile machen, aber ich denke, wenn man den besseren Bogen hat und dann trotzdem die Pfeile noch benutzt, soll das auch einfach gehen. Eine gesehen, die hat so einen riesengroßen Aalköder gehabt, glaube ich. Oder war das der Fisch, den sie angeln wollte? Sah sehr witzig aus. Ja, so einen Aal habe ich auch schon gefangen. In der Mine war das. Okay. Ah, hallo, schöne Frau. Wow. Ganz viele Sachen. Ganz schnell einsammeln, bevor Kitty, bevor die nämlich verschwinden. Weil Kitty hat die nämlich eingesammelt, das heißt, die spawnen gleich. Ich habe. So, gib mir den Loot. Danke. Da drüben ist auch einer. Komm, gib mir den. Wir haben auf jeden Fall auch schon zwei magische Bäume mit abgefällt. Die waren klein, da konnten wir mit drauf treffen. Und zwei weitere habe ich gefunden. Die waren leider groß. Da konnte ich mit meiner Kupfer-Axt leider nicht draufhauen. Aber naja, jetzt haben wir die größere Axt. Das heißt, wenn wir magische Bäume sehen... Er hat eben zu mir gesagt, see you later, hot potato. Seh dich später, du heiße Kartoffel. Oh Mann. Leica. So, dann bringe ich mal das Zeugs wieder zurück, verkaufe das und dann muss ich mein Dings hier aufwerten. Mein Bogen. Und mein Zeug dann noch reparieren. Oh, hallo mein Koch. Ja? Die steht auf den Zimmermann. Ich stehe auf den kochenden Zimmermann, ja. Weil so wie es ausschaut, kannst du hier ja auch eine Beziehung mit den... heiratsfähigen Junggesellinnen hier eingehen. Ja. Und Kitty sucht sich den Zimmermannskoch an. Der nicht kochen kann und anscheinend auch nicht Zimmermann sein kann, weil sonst wäre er bei dem Beruf geblieben. Ach, der war einfach nichts Gescheites. So, guck mal, ich habe hier was zu essen. Magst du einen Rahmen essen? Ah, er hat sich danach gesehnt. Ach, wie wusste ich das nur? Ja. Ist die Frage, wer wen bekocht? So, Hallöle, ich habe wieder was zum Verkaufen.
Habe ich zufällig irgendeinen? Nee, habe ich nicht. Ja, verkauf mal. Guck mal mitnehmen. Ich habe nichts gesagt. Elalia kraxelt wieder irgendwo hoch. Das ist wunderbar. Ich guck. Wir können es aber tatsächlich mal ausprobieren, wie gut unsere Axt ist. Das können wir ja gleich bei dem. Guckt euch das mal an. 3 Schläge ist ein kleines Ding umgedutet. Oh, Elalia, du sollst doch da mal nicht hochkraxeln. Aber ich frage mich, was für ein Ofen das ich da brauche, weil der zu mir sagt, ich kann das eine Gericht nicht machen, weil mir noch ein Ofen dazu fehlt. Und ja, aber vielleicht fehlt dir das Rezept dazu. Vielleicht brauchst du das Rezept für diese eine Zutat, um das herzustellen. Könnte auch sein, gell? Weil ich habe zum Beispiel bei dir auf den Ofen klicken gekonnt und habe aber keinen Speck oder so gesehen, sondern... Okay. Hier, Zimmermann, hallo, bleib hier. Ich will mit dir quasseln. Ich muss zugeben, dass es ihm irgendwie gefällt, wie du dich fürs Kochen interessierst. Es ist toll, jemanden im Dorf zu haben, der sich fürs Kochen begeistert und mit dem ich über Rezepte fachsimpeln kann. Oh, jetzt geniert er sich. Apropos, ich habe ein paar neue Auflager. Wieso brauche ich denn noch eine Mischstation? Was ist denn an der... So, das andere ist eine Mischstation. Dann kaufen wir, nehmen wir die gleich mal mit. Champignon und Ei. Aber 145 Fokus wäre das. Ach, ne, bisschen. Kann ich hier bei dir verkaufen? Oh, kannst du. Hier, Standardofen. Mit dieser Standard können Sie eine Vielzahl von Rezepten aus ganz Palia backen. Ja, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wo ich die Macarons mache. Hier zum Tanzen. Tanzschürzen sind gerade nämlich total angesagt. Der nennt mich immer Schickimicki, das finde ich ganz schrecklich. Nicht Schickimicki. Deswegen heißt er bei mir kochender Zimmermann. Ja, da, ich habe den edlen Bogen. Jetzt, wie viel kosten mich die Pfeile? Keine Pfeile, das geht eigentlich. 5 Hartholz oder was sind die dunklen. Mhm. Und ein Eisenbarren. Mhm. Heißt Eisenbarrenfarmen. Deswegen bleibe ich noch bei den Kupfern. Ja, muss ich jetzt auch erstmal. So, was eben. Boah, so viele Zwiebeln habe ich. Ecco mio. 9 Zwiebeln mit Goldstern kriegst du 405 Goldmünzen. Okay. Ja, die haben auch gesagt gehabt. Ich habe irgendwo gelesen, dass hier das Anbauen wahnsinnig rentabel ist, wenn du die Sachen richtig hinsetzt. Ach, das ist auch so rentabel. Also ich glaube, das ist bloß schnicki-schnacki, wenn du da irgendwas so oder so hinsetzt. Ja, schon, dann haben sie dann eingesteckt. Sagt, du könntest eine Anleitung gebrauchen. Okay, es ist dafür ein spezielles Fass, das ich gerne Fisherman's Brew nenne. Es enthält spezielle Nährstoffe, die dir helfen, deine Anfertigkeit vorübergehend zu verbessern. Das schmeckt auch. Woher soll ich das wissen? Ich brauche diese Nährstoffe ja nicht. Hier dieses Angler Brew. Vergrößert das Fadenkreuz. Für einen kurzen Augenblick. So, jetzt pass mal auf. Die Nummer 6. Und was haben wir drin?
ein behelfsmäßiger Kerzenständer. Ist nicht das der, den ich habe schon von irgendwem im Haus mitgenommen? Immer her, wie sieht der denn aus? Oh ja, das ist der gleiche, den ich schon mal mitgenommen habe hier. Ja. Den, wo Kitty geklaut hat. Mitgenommen. Geklaut. Kitty war hier mopsen, aber sowas von. Was denn? Der war da und ich konnte ihn mitnehmen. Schau hin. Schick. Habe ich schon zwei davon. So. Ich muss erst mal gießen. Good. Bye. Bye. Ich finde ihn immer so süß. Der ist immer so. Ach, da liegt ja noch gar nichts drauf. Da muss ich natürlich was drauflegen, Mensch. Ja, das angeln wir doch hier ein bisschen fischi fischi in der See, in der See. In der See. Dann müssen wir nochmal Handwerksdings die nächste Stufe kaufen, dass wir die Wurmkiste hinstellen können. Und den Seedcraft brauchen wir also zwei sogar. Hm? Wie brauche ich denn jetzt dann noch? Eins, zwei, drei. Das, was noch nicht verbessert ist. Also den Bogen habe ich jetzt verbessert. Ansonsten kann ich aber, glaube ich, noch nichts verbessern. Ich weiß nicht, ob du die Rezepte schon gekauft hast. Nein, habe ich noch nicht. Warte mal, lass mich mal gucken. Die Spitzhacke, wenn ich mir die jetzt kaufe, weil die ist nämlich im Arsch, dann wird es sich nämlich rentieren. Nee, du musst aber erst sagen, Mensch. Hodari? Ja, dann muss ich mal zu dem. Ich muss dann eh noch mal. Auch gleich mal, glaube ich, ja. Jetzt. Wie läuft es hier? Lass ich da drüben hat eine Kiste, Steak. Das ist nicht nett. Machen wir nochmal Rahmen, wir haben Eier gekriegt. Wie viel kriegt man eigentlich für diesen alten Kienflosser? Den fange ich ständig. Ja, noch kein Bild, das finde ich irgendwie viel doofer. Ja, 40. Theoretisch können wir auch auf unserer Farm angeln, da können wir gleich mal angeln gehen. Hm? Fleisch habe ich hier noch. Ja, weil ich habe noch einiges. Das heißt, wir werden jetzt mal nach Hause laufen, unterwegs noch alles mitnehmen, umknüppeln, umschießen, was geht. Bei der Miezekatze verkaufen gehen. Euch werde ich noch nicht umhauen können, oder? Ja, euch kann man gar nicht umhauen, okay. Ja. Jetzt mal schnell nach dem Hodari gucken. Gleich wieder da. Schnucki. Die bessere Axt. Wie gesagt, können wir verkaufen. Nämlich eine gute Idee, wenn man da so viele Münzen kriegt. Das heißt, wir werden in nächster Zeit einiges verkaufen.
Da ist nur Holz. Bastian, können wir auch schon wieder reden. Wieder einmal hast du Fortschritte gemacht, um deine Ehren. Ich glaube aber nicht, dass du schon alles gelernt hast, was es gibt. Du hast dieses neue Set noch nicht einmal gelernt. Feine Pfeile, edler Bohr. Ein normaler Schaden. Ja. So, ich bin wieder da. Muss ich gucken, wie heißt er? Odari, hier ist er. Guck mal, der ist gar nicht so weit weg. Nach unten laufen. Wolkenhund, Tao gesehen. Er ist viel mehr als einfach nur ein Haustier. Er ist mein lieber Freund und Wegbegleiter. Bitte gib mir Bescheid, wenn du ihn im Wald siehst. Ich möchte nicht, dass ihm etwas zustößt. That's enough. Tau. Dein Anhängsel ist nicht nett. Leck, ab. Ich will auch so ein Tau haben. Tau ist nicht. Schwermetallurgie. Ja, die edle Spitzhacke nehmen wir. Aber du musst, glaube ich, die Kupferspitzhacke trotzdem machen. Die habe ich ja. Aber sie ist nur fast kaputt. Genau. Ah. Ja, dann nehme ich auch irgendwann mal die schwere Schwermetall-Dings da Bumster. Ja, aber jetzt will ich aktuell sparen. Wenn wir Ü20K sind, dann... Keine Ahnung, was ich niede. Ich soll mit dir reden. Wenn wir Ü20K haben, dann werden wir auf jeden Fall die anderen Sachen so nach und nach immer kaufen. Noch. Eisen haben wir keinen gekriegt. Warte mal, Stein nochmal rein. So. Ich werde dich verkaufen. Dich will ich aufheben. Was sagen dann die Fische? Okay, dich habe ich. Ich hebe dich auf. Du kannst da auch auf jeden Fall rein. Haben wir ein bisschen. Fischi. Ich habe ich nicht. Ja, dich haben wir auch schon. Das heißt, euch kann ich auch. Ah, Gewürzsprossen müssen auf jeden Fall. Das können wir dann unten alles verkaufen. Wie sein? Ja, wie viel hast du denn schon zusammengespart jetzt? Ich habe 16.000. 16.000. Und wie viel hast du? Ich habe ja eben was ausgegeben und vorhin schon und davor schon. Jetzt habe ich nur noch 7.400. Aber
Ich werde jetzt hier wieder Gas geben und einsammeln und so. Ich habe jetzt gerade meine Tomaten wieder geerntet. Diese kann man anscheinend dauerhaft ernten, die Tomaten. Ich habe jetzt schon das dritte Mal. Zwei oder dreimal, glaube ich. Oder war das. Nee, das war das zweite Mal jetzt, dass ich die geerntet habe. Das heißt, die 6 Tomaten werde ich jetzt mitverkaufen gehen. Oh, sind 138. Und Kraut heben wir auf. Ich glaube, ich habe alles. Oh, also da noch edle Spitzhacke ist es dann. Ja, die dritte Stufe. Da brauchen wir noch Eisenbarren. Was wir da drin haben. Oh ne, haben wir gar nicht drin. Müssen wir erst noch dingsen. Boah, dauern ja ewig. 6 Minuten braucht einer, ja. Nee, ich habe gerade 3 Stunden Silberbarren drin. Dauert noch eine Stunde 44. Okay, die muss ich also doch noch einmal so reparieren. Ja, ich brauche den anderen Ofen auch noch, das hilft alles nicht. Ja, ich habe auch einen zweiten. Also mit 2 ist ganz okay, dann kannst du in den einen das und in den anderen das. Was haben wir denn da gemacht? Einen Hundsfisch. Ja, das ging nicht, weil ich dieses Dingsbums da brauche, dieses Erweiterungsdings. Ja, dieses Handwerks. Mhm, naja, das heißt, das muss ich jetzt noch einmal. Ja, muss ich auch noch 2-mal kaufen. Hm. Naja, was soll's. Damit wir dann die Wurmkiste und den Seedcrafter aufstellen können. Kostet ja leider auch immer mehr, ne? Mm. Je mehr du kaufst von dem Ganzen, kostet immer mehr. Ja, die erste genauso hat 500 Felder gekostet. Ja, die erste hat 500 gekostet, die zweite kostet jetzt schon 750, glaube ich. Also mit dem Gleiter, da haben sie ja so gesagt, ich habe mir ja einige angeguckt. Die haben alle gesagt, das ist so schwer mit dem Gleiter. Ich finde das voll Zelda-mäßig. Hä, wieso ist das schwer? Ja, die haben gesagt, das ist so schwer und irgendwie so komisch. Ja. Finde ich gar nicht. Ich finde es voll easy. So, alle Werkzeuge 162. Ja, aber es hilft nicht. Wenn ich nicht alle mache, kann ich auswählen, ich will gell? Doch nicht mit ihr quasseln. Ich will den Shop öffnen. Ja, genau hier. Ich wollte eigentlich ein Zimmer kaufen, aber wir werden jetzt hier auf jeden Fall nochmal. Tausend kostet die nächste, aber wir brauchen sie, wenn wir beide aufstellen wollen. So, alle hopp, einmal in den Dings da laden. Wo ist er denn? Der ist da. Ich hoffe, dass wir dann auch mal Münzis kriegen. Wir haben schon recht viel verkauft und trotzdem noch kein Münzi zugeschickt gekriegt. Ja, sage mal. Drück doch mal. Da kommt sie wieder. So. Ganz fleißig mit den Dorfbewohnern immer quasseln. Jawohl. Ich habe von Sifu gehört, dass die von Hassian gehört hat, dass du ein guter Jäger bist. Wenn du unterwegs mal ein paar zusätzliche Pfeile brauchst, habe ich sie für dich. Aha, wer quasselt denn dabei, Mami, über mich? Hä? Naja, Hassian ist Sifus Sohn. Der Jäger ist der Sohn von der Schmiedin. Ach so, ja. Ja, der quasselt über mich. Aha, wer quasselt denn bei Mami über mich? Muss ja doch einen guten Eindruck gemacht haben, Mr. Meckerpott. So, angeln. Das ist nicht Kohle, sondern Fisch, Fischen. Mhm, Fisch. Ja, Fisch. Wobei ich aktuell alles miteinander mache. Angeln, Hirsche. Oh, hier sind ganz schön viele Hirsche. Erst den hier drüben machen.
Vorne. Dann den hier drüben. Hallo? Was ist denn hier? Naja. Gehen wir schnell nach Hause, kaufen die Grundstücke und dann werden wir mal rüber in die Bay gehen und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, mitnehmen, denke ich. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, alles klar. Pfeile machen. Rauchbombis haben wir. Da werden wir unten einmal die Krabi-Runde machen. Ja, da muss ich auch noch mal hin, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache oder eher morgen. Jetzt bin ich eher hier noch unterwegs. Mal gucken, wie viel Zeit da noch ist. Und dann schauen wir mal. Stein. Nur mal Glück gehabt. Ich habe nämlich keine Pfeile mehr mit. Heißt, wir können das bauen und wir haben noch drei weitere. Ich denke, wir werden. Haben wir ja schon zwei? Dann könnten wir theoretisch die drei noch und dann wieder außen anfangen. Oder wir machen die drei. Wir sagen, wir gehen erst eine Reihe jetzt an, dann hier und dann nach hinten. Ja, ich denke, wenn die haben wir zwar jetzt angefangen gehabt, den Zaun zu setzen, aber das ist ja egal. Das ist egal. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann mehr Lager kriegen noch. Ja, also das Lager ist schon krass. Also du kannst nicht viel von allem aufheben irgendwie. Nee. Weil da ist ganz schnell Ende Gelände. Ach, Schissel. War jetzt schon jemand. So. Dann gehen wir doch rüber. Und schauen. Was uns dort über den Weg läuft. Dort sind nämlich auch die höheren Tiere. Apfelmarmelade? Ist dein Ernst? Wieder Apfelmarmelade. Wir haben da noch nicht mal Äpfel. Also ich, ja. Der geht auch jetzt wieder in die Hose gemacht. Haben sie alle. Sieht immer sehr lustig aus. Ja, echt? Jetzt verkaufe ich erstmal meinen Inhalt vom Rucksack und dann ab die Post. Ja, ja. Dala. Witzig. Kann ich ja gar nicht nehmen. Wieso nicht? Hä? Das kannst du nicht nehmen. Oh, ich habe einen Brief gekriegt. Kann man das irgendwie gucken? Neuigkeiten? Kollektion? Okay, eine Borscht ist zu mir gekommen. Eine Borscht.
Sternchen-Chopper-Fleisch, das werden wir natürlich aufheben. Das Eisen, das müssen wir natürlich mitnehmen. So, dann machen wir unsere kleine Farmrunde einmal hier rundherum. Ja, unser Fokus voll. Oh, direkt vor der Nase verschwunden. Wir brauchen Kohle, 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 Kohle. Aber nicht die Kohle zum Kohle scheffeln, sondern das Kohlegeld. Mhm. Brauch unbedingt Eisen. Mich die Kaka vorher rausgezogen. Was ist denn für ein Brummer? Hier sieht man so große Bahari-Barsch. Magnus Cyrus. Kampf der Giganten, das sieht so nach so einer kleinen Sardelle aus, Sardine. Alle für die, auf den Magimarkt gehypt, also auf das Event. Ja, so sehe ich das auch. I need all the plüschies, da will ich immer die ganzen Stofftiere haben. Ja. Ja, ich werde gucken, dass ich auch ganz viel. So viel wie möglich. Ich werde nicht alles streamen können. Ich werde es versuchen, aber ich werde tatsächlich auch viel so mitnehmen. Weil ich kann ja keine 24 Stunden streamen hier. Das geht nicht mit Kind und Mann und Leben im Real Life. Ich werde auf jeden Fall euch direkt mitnehmen, wenn wir das erste Mal diesen Markt betreten werden.
Und dann schauen wir mal. Da fliegt keine Krabbe, krabbelt hier rum. Keine einzige. Nicht mal die roten krabbeln hier rum. Weiß, ich habe einen Haufen von den orangenen. Meine ich ja. Ja? Ja, alles weg. Hier, Kitty wollte nicht rüberkommen. Hier, alles weggeräubert. Was? Ich war nach dir hier. Ich habe hier Eisen abgebaut. Jetzt bin ich gerade an den Fischen dran. Eine Sardine. Jawohl, ja. Ja, ich habe die Fische gerade weg und jetzt laufe ich weiter. Ah. War noch was? Geschlossen aus da. Oh, das Drachen, ja. Drachentorfbach. So, auch mitnehmen. Toll, noch eine Sardine. Nice. Auch schon wieder wegverkaufen. Man merkt, dass einige hier sind. Ja, aber sowas von, ey. Da finde ich echt kaum was. Und vor allem brauchst du Ewigkeiten, um die Sachen aufzuheben. Ich finde jetzt hier drüben am Korallenstrand ganz viele Sachen. Austern, Korallen, Muscheln. Hier hat einer anscheinend gerade erst da. Oh, hier ist was am Leuchten. Hier sind auch ganz viele Glühwürmchen. Eine Blume. Oh, eine lila Schnecke, die müssen wir mitnehmen. Komm, Schneckchen, du bist unsers. Auch ein lila. Das lila Schneckchen kommt nämlich nur nachts raus. Schnecke. Aber ganz schön viele unterwegs, ey. Hallo, Schnecke. Ja, wie gesagt, man braucht Ewigkeiten zum Aufheben. Oh, da ist eine lila Krabbe.
Nee, ich mache meistens früh meine Runde tatsächlich, weil da ist nicht so viel los hier. Das glaube ich. Da sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, 5, 6, vielleicht 10 Mann unterwegs. Dann ruckelt und stuckelt das nicht gar so. Braune Lilane. Schnecke, Krabbe? Schnecke. Hier krebsen im Wasser ganz viele lilane Krabben rum. Können wir das auf jeden Fall auch bei der Miezekatze verkaufen? Ja, das ist anscheinend besser, weil man da dann diese Dingsbumses kriegt. Ja. Also müssen wir dran denken, immer bei der Miezekatze verkaufen. Und nicht in die Versandbox hauen. Wie wir es die ganze Zeit machen. Aber wir laufen dann gleich nochmal vor. Vorne laufen wir dann eine Runde zurück. Da ist noch eine lila Krabbe. Genau, wenn sie sich nicht erschreckt und meistens die Scheren unten hat, dann könnte die tatsächlich die lila Krabben mit den schwarzen Bomben mit einem Treffer weghauen. Naja, ich habe auch einige schwarze Bomben gekriegt. Weiß gar nicht, was kosten die in der Herstellung? Nur ein Chopper-Fell mehr wie die normalen Bomben. Ah ja. Deswegen. Ich hab noch gar keine, ich glaube, ich habe das Rezept noch nicht. Lila Krabbe, lila Krabbe. Aber ich habe, glaube ich, bis jetzt eine einzige Muschel gefunden. That's all. Ja, ich habe gerade hier eine Auster. Alles relativ gut abgefarmt. Hätte ich gewusst, dass du kommst, schöne Frau, hätte ich auf dich gewartet. Naja. War jetzt eher so Phantom. Spontan. Vor alle Dinge wollte ich ja hier drüben eigentlich dann auch eher des Dingsbums farmen, weißt du? Eisen. Ja. Aber keine Bange, die ganzen roten Krabben habe ich dir übrig gelassen. Ja, danke schön. Da habe ich auch einige schon von eingesammelt. Nee, die nehme ich nicht mit. Oh doch, die nehme ich auch mit. Tatsächlich nur, wenn Sternchen sind und selbst da nehme ich die aktuell nicht mit. Also wenn sie so glitzern. Das heißt, wir stellen uns hier hinten nochmal eine Runde hin und fischen. Fischi. Oh, hier hätten sie auch eine Truhe verstecken können. Ein Glitzersteinchen. Ein orangefarbenes, glänzendes Steinchen. Nein! Ich hab darauf. Eulalia. Da oben gucken, ob es da was gibt.
Scheint nichts zu sein. Dann fischen wir noch ein bisschen. Ach, hat sie sich verbuddelt. Mensch. Was bist du denn? Sieht nach irgendwas sehr Großem aus, was ich noch nicht hatte. Wir haben einen Barracuda gefangen. Ja, krass. Das ist ja cool. Und mir gerade, was ist das für ein Riesenfisch? Den hatte ich auch noch nicht. Ein Stör hatte ich, aber war gut und nett. Ich freue mich so, wenn man hier das, die Käfer und das Aquarium und das bauen kann. Ja, das sieht bestimmt geil aus. Wobei, angeblich sollst du die auch so platzieren können im Haus. Hm? Die Sterne-Tiere. Sollen sie ähnlich wie hier im Dinkum so ein Display auftauchen? Hm? Ja, na. Der halb so groß wie ich, der Fisch. Hey, was ist das denn? Irgendwie aus ein Stück Holz. Stück Holz? Ein Wrackteil habe ich gefunden. Oho. Ja, so wie ich schon mal den Dings da gewöhnlicher hab, Abfall, ne? Der im Meer, da hat ja wohl jemand Schiffsbruch erlitten. Ich weiß nicht, kann man den Abfall dann bei der Wohnkiste mit reinschmeißen oder ist das nur für Essensabfälle? Oh, ich habe eine Flaschenpost. GZ. Na, wer hat Kitty denn geschrieben? Der Koch. Das war bestimmt der Koch. Ihr Zimmermann. Ja, also mit gutem Essen kann man mich schon haben. Also da. Jetzt sind wir mal schon sagen. Was. Das Essen ist schon was. Was hat er denn jetzt schon wieder? Noch ein Barracuda. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Flaschenpost. Ja, mal gucken, ob wir noch Level 6 werden beim Angeln heute. Mal gucken dann, was in der Flaschenpost los ist. Kitty kriegt Flaschenpost. Ich krieg Wrackteile. Ich hab noch eine Flaschenpost. Was ist denn mit der Flaschenpost los? Ich hoffe, das sind Rezepte. Ja. Das wäre cool. Ja, Liebhaber, der hat immer jeden Tag eine Flaschenpost geschmissen. Und hofft, dass Kitty sie angelt. Ja, aber jetzt geht's los, wa? Ist das ein Fisch? Es ist ein Fisch. Mensch. Glück gehabt hier. Ja.
Barracuda bringt 50. Wir müssen nur auf unsere Angel achten, nicht dass sie kaputt geht. Hier ist einiges nachgespawnt. An Muschelzeug. Also zwischendrin einfach mal hinstellen und angeln. Die ganzen Schnickschnack spawnen. Lila Krabbe. Eine Glitzerlila-Krabbe. Jetzt alles wieder leuchtet. Mal gucken. Okay, wir können zwei Steine zerstören. Nehmen wir jetzt nicht mit. Dann haben wir auf jeden Fall noch für zwei Sachen Platz. Thank you.
Farming auf Stufe 9. Oh, mein Fokus ist abgelaufen. Vielleicht wir nehmen jetzt noch einmal Fokus gleich. Dann angeln wir noch ganz kurz. Und dann werden wir auf dem Heimweg noch ein bisschen jagen und sammeln, was uns dort über den Weg läuft. So, ich bin wieder da. Und diese drei Dinger gehören zu einer Quest, und zwar fangen und lesen sie Fadils Briefe. Ja, cool. Also hat sie doch Liebesbriefe gekriegt. Ich lese jetzt mal. Gab's doch Liebesbriefe für die Kitty. Schauen wir mal. Nee, ich habe dafür das abgesoffene Schiff gefunden. Kitty nimmt die Liebesbriefe und ich habe das abgesoffene Schiff. Abgesoffene. Ja, ja, so geht's aus. Oh. Oh mein Gott. Oh, ist ja schön. Kitty hat Pipi in den Augen. Muss man ganz doll wedeln. Ja. Ist sehr schön. Ja, aber die Geschichte ist hier wirklich schön und auch oft ein Tränchen wegkneifen. Ja, ja. Das aber ist mir also schon aufgefallen. Ich lese jetzt hier nichts vor, ich will nicht spoilern für dich. Ach Gott, ist der schön. Menschenskinder. Kleine dreckige Sardine. Sonnenaufstand. Ach Gott, wie schön. Suche den geheimen Ort der Leuchtturmwärter. Aha. Hier, das ist da oben. Na komm, wir wollen noch 6 werden.
Also die Geschichte ist echt teilweise so traurig zwischendurch mal. Aber echt schön halt. Noch ein Schiffswrackteil. Hey. Ein Schiffswrackteil. Angelt? Das dritte. Ich glaube, das Drachenzeug habe ich noch nicht eingesammelt, oder? Was essen? Irgendwas, was ich wegschmeißen kann, irgendein Zeug. Abelicht. Mal gucken, wie viel meine Angel noch hat, nicht so viel kaputt macht. Irgendwo hier? Das hier das geheime Ding? Ne, haben wir erst halb. Nein. Dann nehmen wir das noch mit und dann werden wir so langsam Richtung Heimat laufen, um die Sachen zu verkaufen. Gesamte hier, wo ich suchen soll, oder? Der Quest? Inventar ist voll, sagt er mir jetzt. Ein Geheimort, wo man sowohl das Aquädukt als auch die ganze Bucht sehen kann. Was können wir denn wegtun? Du hast gedacht, immer wieder neben. Tatsächlich würde ich gerne die Austern mitnehmen. In der Hoffnung, dass da noch Perlen drin sind. Das ist doch eigentlich der Leuchtturm. Nee, da oben ist ein Leuchtturm, musst du hier auch. Wahrscheinlich zwei Leute. Ja, ja, nee, der geheime Ort, das müsste doch irgendwo hier am Leuchtturm dann sein. Es hat sich aber heute eh was geändert. Ich bin wahrscheinlich noch nicht gleich am Dienstag weg, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit für die Kohle. Danke, ich bin. Ich bin noch nicht gleich am Dienstag weg. Mein Mann ist gerade aufgetaucht. Ich spiele jetzt auch ein bisschen. Also solltet ihr ihn hören, entschuldige ich mich dafür. Ende der Woche, Anfang nächster Woche weg. Weil er wollte jetzt nämlich auch noch wieder spielen. Ja, von hier aus kann man die ganze Bucht und das Aquädukt sehen, aber soll ich denn hier was finden? Ich hoffe hier schon. Ja, und vielleicht auch jetzt mal
wolle, was du wolle? Du wolle? Oh. Wenn es nur aus Metall ist. Kann ich mal kurz offen reden? Woher soll ich wissen, ob du ein Ausgleich bist? Eigentlich bloß von hier aus. Überhaupt nicht, ich hab keine Ahnung, wie du drauf bist. Weißt du? Bei Percy weiß ich das. Eigentlich sollte man da ja irgendwie hochklettern können, aber man kann es nicht. Das ist jetzt wieder sowas, wo ich sage, Leute, ein bisschen genauer beschreiben wäre gar nicht schlecht. Weil eigentlich ist es der Platz hier oben, aber wo soll denn hier bitte schön ein geheimer Ort sein? Das ist genau das gleiche wie mit mir mit den Ruinen. Ich bin oben, rüber, runter, nebendran, ich bin überall hin und trotzdem habe ich die Aufgabe, erkunde die Ruinen. Ja, ich weiß nicht, was. Ist leider irgendwie, keine Ahnung. Kümmern, weil da noch Sachen, die okay, ja, also das so. Ist doof ich beschrieben jetzt gerade hier, weil hier kein geheimen Ort und ich komme da auch nicht hoch irgendwo. Und das ist eigentlich auch der einzigste Platz, wo du die Bucht und das Aquädukt keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann werden wir ein bisschen bei Mietzekatzen Zeki verkaufen gehen. Bei dem großen Ding hier oben. Oh, das ist nice. Hier kommt man gar nicht mehr raus, oder? Ein Käse. Was der noch lief gerade? Hat gerade Moonwalk gemacht. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch gar keinen Bock hier irgendwo zu gucken. Ich dachte, nee, das ist wenn das schon wieder so doof beschrieben ist. Nee, ihr braucht jetzt hier nicht anfangen. Nebendran. Ich? Nein, Hanni und Nanni meinen wieder Quatsch zu machen. Ja, das ist immer gut. Geheimplatz, wo man alles überblicken kann, das kann eigentlich nur da oben sein und ich habe keine Ahnung. Also, tschüss. Warte einfach, bis du das gefunden hast und mir sagst, wie ich das mache, wo das ist. Mhm. Doch gut. Finde ich perfekt so. Mhm. Macht sie das immer, die schöne Frau? Was? Glaubt ihr nicht alles? Ja, vielleicht finde ich auch einen Heimweg noch. Das ist nämlich, glaube ich, das Einzige, was ich noch einpacken kann, das Erz. Ja, aber dann hast du noch sonst bin Fall ich voll. 800.000 Easy zusammen. Der Steinkampf. Wenn du 600k hast. Und 200k. Hast du jetzt schon mal 800? Machen wir noch die Austern. Wenn ich euch die nämlich unten auf die Schnelltaste legt und dann ganz schnell auf die rechte Maustaste, könnt ihr die Austern super schnell öffnen. Ich hab die immer einzeln im Menü geöffnet. Was das habe ich am Anfang auch gemacht. Ein glänzendes Steinchen kam aus einer. Der sieht aus wie so ein Mondstein. Hm. Die heben wir auf. Ah, oh, was ist das? Moment, warte ja, auf mich. Bei 200.000 oder so. Aber nur weil du Percys Bruder bist, wenn Percy sein Haar an Percys Feuer legt, würde ich sagen. Nein, ja. Sie hat sich, aber sie ist. Bei einer halben Million, sie ist. Das war ein Regen.
Regenbogen, Hüpfer. So. Quatsch, Wunden. Das verkaufen, das verkaufen und die drei Perlis werden wir verkaufen und die Steinchen verkaufen wir noch. Ja, da werden wir nur einen von aufheben. Ich anderen zwei verkaufen. Und da haben wir ja doch einiges Macht an Geld. Schade. So. Dann laufen wir mal Richtung zu Hause. Könnt ihr mal gucken, ob wir uns umziehen können. Schauen wir mal, was Schickes. Die Stiefel werde ich zwar anbehalten, weil die Hose gefällt mir mega. Aber vielleicht ein anderes Oberteil. Das wäre doch was. So, die Stiefel. Okay, also dich haben wir. Dich haben wir. Oh, wir haben schon zwei. Komm, wir nehmen die Zeki-Münzen gleich mit. Jetzt haben wir bei den Fischis. Haben wir auch, nehmen wir den auch gleich mit. Den einen Barracuda heben wir auf. Das nehmen wir auch mit. Dann haben wir auf jeden Fall hier die zum Verkaufen. Die Zeki-Münzen setzen wir ein. Hier haben wir noch einiges an Metall, Kupfer. Haben wir hier noch mal Keramik durch. Unser Gemüse, das möchte gegossen werden. Die Karotten noch. Oh. Habe jetzt verkauft und bin bei 10.000. Oh. Hatte ich vorhin 7.000, ne? Ja, 3.000 gemacht. Wir müssen unsere Angel reparieren. Okay, wir müssen brauche aber neue Pfeile. Wir müssen eine Reparatur machen. So. Da mal anfangen. Wobei wir hätten erst viel Werkzeug aufheben sollen. Wir können hier den edlen Bogen herstellen. Ja, dann stellen wir mal her. Vielleicht wären wir jetzt die dritte Stufe des Bogens im Endeffekt. Zweite verbesserte Stufe. Was will er denn hier?
Jawohl. Brauchen wir alles? Das müssen wir reparieren. So, wir haben einen Boss gekriegt. Ich habe ein Rezept für dich. Ah, Einat. Okay. Und Reese. Genau, wir haben die Mischstation ja gekauft. Siehst du? Genau, die Wurmkiste. Wir wollen auf jeden Fall die Wurmkiste. Wir wollen den Saatgutmischer herstellen. Wir haben einmal die Vorbereitungsstation, wir wollen aber die Mischstation. Drei Papier, zum Glück habe ich, drei Stoff, zum Glück habe ich Stoff gemacht. Also, dann Würmchenkistchen. Das stellen wir mal hier neben. Stellen wir hier mal neben den Einbau. Ich habe 8 Stück und ich habe erst 5 platziert. Ah, cool. Wie? Von meinen Herstellerdingern. Ich hatte erst 4 platziert, okay? Ja, aber 2, 4. Okay, die Reparaturstation zählt nicht als Handwerkstisch anscheinend. So, die Mischstation werde ich jetzt tatsächlich hier so hin. Genau, hat jemand meine... Da ist ja noch eins zum Pflanzen da. Goldhorn-Hirschkäfer. Oh, geschlossen auf, denn ich habe alle weg. Hä, wieso sind meine Anfragen weg? Keine Ahnung. Oh, anscheinend werden die irgendwann gelöscht. Ja, das kann sein. So. Genau, ich habe hier da. Beschlungsgericht braucht, hat 90 Minuten in der Wurmküste. Oh, sehr geil. Die Dünger? Würmer nehme ich auch. Okay. Zum Schluss kann man dann das Austernfleisch da auch reinschmeißen. Ja, oder du nimmst gegrillt, das geht auch, ne? Naja, aber gegrillte Austern wäre ja Schwachsinn, sind ja 3 Stück. Ja, aber das kommt immer drauf an, was es ist, was du reinwirfst, was rauskommt. Okay. Zuckerpuppe, du brauchst jetzt hier nicht bei dem misslungenen Gericht zum Beispiel ist viel weniger rausgekommen. Ja, aber ich habe jetzt ein misslungenes Gericht und das werde ich da. Habe ich da jetzt erstmal reingeschmissen? Ja, das habe ich auch. Habe ich schon auch gemacht. Wir hätten Karottensamen machen können. Wir haben ja ein paar Karottis.
aus einer Karotte bekommen wir 4 Samen. Ist das cool. Heidelbeerstrauchsaat. Gut. Apfel. 10 Äpfelchen, um einen Apfelbaum zu machen. Also mal gucken, was die Äpfel kosten. Genau, machen wir ordentlich ein paar Karotti-Seeds. Dann haben wir hier noch eine Zwiebel. Jetzt können wir Zwiebelsamen nachmachen. Also mal versuchen, einen überzubehalten. Das ist gut. Das heißt, unser Seed-Problem hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen ergeben, wenn man ein bisschen landwirtschaftet. Das heißt, wir gucken mal, wie viel die Äpfel kosten und ob wir 10 Äpfel kaufen gehen können. Ohne dass wir arm sind. Weil aus 10 Äpfeln kannst du eine Packung Apfel-CDs tun und die kannst du mehrfach ernten, ähnlich wie die Tomaten. Wann habe ich die denn gekauft? Ah ne, das ist die. Wie mein Hund mir immer gerne Aufgaben gibt, ich liebe es. Ist in meiner Pfandflasche angekommen. Sie einen immer an. Ja, ich lobe sie immer, wenn sie mit irgendwas ankommt, ob jetzt, wenn sie mir aus meinem Papierkarton und Papier gemopst hab, weil dann bringt sie mir das immer, bevor sie es auseinanderflattert. Weil sie wird ja dann gelobt. Ja. Das stimmt. Ja, wir wollten. In jeden Fall eine Suppe nehmen. Dann können wir hier nochmal angeln. Was für mich kochen? Ich habe nämlich auch nichts mehr. So, was kochen wir denn Gutes? Für Ramen haben wir noch genug da. Mhm. Oh, ich hätte auch gern so einen Häkler, so einen Roboter. Das wäre auch cool als Farmhelfer. Absolut. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie wirklich nach der Frage, ob du die Farmtiere dann auch halten kannst, diese Jagdkühe und Hühner. Ja, das wäre geil. Dass das auf jeden Fall reinkommt. Ja, wir haben es geschafft noch. So, dann sprechen wir mit Bürgermeisterfrauchen, wenn sie da noch steht. Einmal. Dann. Das Einzige, was mich immer irritiert, ist, dass sie immer alle lila sind. Wobei, sie sehen immer sehr rosa aus. Oh, perfekt. Super. Ja, ich hab ihn mal erwischt. Oh. Oh. Noch. Können wir hier Äpfel kaufen? Wir können Reis kaufen.
schade, aber vielleicht können wir bei Siggi was kaufen. Oh, ganz viel zum Abschied. Haben wir einiges an Fleisch, was wir verkaufen können? So. Perfekt. So, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ein gutes Nächtle. Danke, wünsche ich dir auch. Danke, dann hören wir uns morgen wieder. Ja, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. User disconnected from your channel. So, wir werden jetzt auch nur noch hier eine Runde laufen, bis unser Fokus weg ist. Und dann wird es das auch für heute gewesen sein. Waren wir ja super fleißig. Hallo? Noch ein bisschen angeln. Hier, das ist der. Oh, hey, just a sec. What's up? What? Für Erregung, aber wegen Ärgernis. Naja, so ein Knackigen hier. Man doch nicht. Nein, wie kann man als Bürgermeisterfrauchen hier denn gleich meckern? Ja. Nice of you to turn. Shoppy. Hinmachglas. Mit einem Einmach kann sie Gemüse einlegen und Obst und Marmelade verarbeiten. Aber wir wollen nur plaudern. Thanks for stopping by. Ja, dann sprechen wir doch mal mit dir. So, wenn der jetzt. Schnell müssen, habe ich genau das richtige Rezept. Ja, schwere Siege. Ich will euch. Oh, ich kann die erlesenen. Die erlesene Axt kaufen. Mhm. Most of each day. Wir einmal vollständig. So, dann gehen wir Katzi laden, kaufen die Sachen und schauen wir mal.
fahren. Nicht weg. So. Oh, dann öffnen wir sie doch mal. Oh, wir haben Essig gekriegt und wir haben Feuerwerk bekommen. Oh, guckt euch das mal an. Weißes Knisterfeuerwerk. Ein lautes Feuerwerk, das die Luft mit Knallen und Explosionen von weißem Licht erfüllt. Oh, kriegst du aber 50. Wir heben es aber mal auf. Und Essig ist natürlich hier auch schnuckelig. Jetzt heben wir noch mal ein bisschen auf. So, jetzt wird es dunkel. Das heißt, wir können noch mal jagen gehen. Tatao ist unterwegs. Aber ihr seht, es ist ja grenzwertig. Ich finde es aber schade, dass sie hier das Axt und das Sammeln als einen gemacht haben. Ein bisschen schade. Das war eine Gottesanbeterin. Okay, das war gar kein Grashüpfer. Oh, dann angeln wir doch noch. Da sind Blubberbläschen. Dann angeln wir noch ein bisschen. Blubberbläschen und Blümchen.
Wir wollten uns umziehen. Oh, da drüben sind noch welche. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Da waren wir ja auch noch gar nicht. Stimmt, wir sind da nicht hingekommen, weil wir da nicht hinfliegen konnten. Okay. Wie soll man da rüberkommen? Na, dann angeln wir noch und dann ist der wo. Unser Fokus ist nämlich auch gleich weg. Ach. Oh ne, das ist unser Schwimmer, der so komisch ausschaut. So, dann gehen wir das kaufen. Und dann war's das für heute. Mit der neuen Axt geht das so schnell. Kann man dann ohne Probleme auch mal so ein paar Bäumchen umnieten. Und kriegt einiges zusammen. Bürgermeister. Someone nice to talk to. Bye.
Maybe I'll take a little. So, ihr Lieben, das war's dann aber. Oh, das war's dann aber für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein gutes Nächtle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.